das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Was nun? Auf ein Wort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort von dem Dialogzentrum Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße Sie stellvertretend für das gesamte DZLA-Team. Dazu gehören natürlich auch Detlef Rüsing und Christian Müller-Hergel. Ja, bevor ich auf die nächsten Beiträge im Februar eingehen werde, die Sie bei uns auf dem Blog abrufen können, www.dzla.de, ja, möchte ich noch einmal auf die Dialogakademie hinweisen. Da wird es 2 Seminare geben im Februar, und zwar am 28.02. Persönlichkeitsstörung im Alter. Das wird geleitet von Christian Müller-Hergel, das Seminar. Und am 21.02. Angst und Demenz von Detlef Rüsing. Wenn Sie dazu noch mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf www.dzla.de und dann auf Dialogakademie oder www.dzla.de/Dialogakademie. Weitere Seminare wird es im März geben, und zwar am 7.03. zu Sexualität und Demenz und am 16.03. zur Pflege von Menschen mit Depressionen im Alter von Christian Müller-Hergel. Das zu Sexualität und Demenz wird Detlef Rüsing leiten, ja. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Sie finden alle weiteren Infos zu den Seminaren auch nochmal hier unten in der Infobox unter diesem Video. Ja, schauen wir noch einmal zurück auf den Januar. Da gab es als erstes einen Beitrag zu Personal und Lebensqualität. Da hat Christian Müller-Hergel unterschiedliche Studien zusammengefasst. Ja, wie Pflegende, aber auch natürlich pflegende Angehörige, ja, Dinge tun können, auch in der Pflege verändern können, um die Lebensqualität für sich, aber auch für ihren Arbeitsbereich und für die Klienten zu verbessern. Dann gab es eine Fallvorstellung zur Wut und Kontrolle. Das ist natürlich auch ein großes Thema in der Pflege. Ja, und dann gab es ein Haustheater zur frontotemporalen Demenz, FTD auch genannt. Da haben sich die Kollegen Rüsing und Müller-Hergel zusammengesetzt und ja auch den neuesten Stand dazu diskutiert. Schauen Sie sich das gerne mal an. Es ist länger geworden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und für Ihre Arbeit können Sie da sicherlich eine Menge mitnehmen. Ja, dann gab es am Ende des Monats nochmal den Podcast Wissenstransfer, wo alle Beiträge zusammengefasst werden und der Kollege Detlef Rüsing eigene Gedanken auch zu unterschiedlichen Themen einer Hochschullehre und allgemein der Pflege äußert. Hören Sie da gerne rein. Alle Infos finden Sie hier unter dem Video. Ja, dann schauen wir mal in den Februar. Da wird es als erstes einen Beitrag geben zu Kunst und Demenz von Christian Müller-Hergel. Dann im Anschluss entweder ein Lichtblick von Detlef Rüsing oder ein Auf-die-Schnelle-Video von Christian Müller-Hergel. Werden wir noch spontan entscheiden. Ansonsten werden wir auf jeden Fall den Lichtblick im März veröffentlichen. Ja, am 22. wird der Forschungsnewsletter veröffentlicht. Da können Sie auch schon mal in die bisherigen Forschungsnewsletter reinschauen. In Forschungsnewsletter werden unterschiedliche Forschungsstudien zusammengefasst von Christian Müller-Hergel, runtergebrochen, eingeordnet. Ja, sehr spannend. Es haben sich ja auch schon einige hundert in unsere Newsletter dazu eingetragen. Schauen Sie sich das gerne mal an. Sie finden das auch auf unserem Blog www.dzla.de und dann auf Forschungsnewsletter. Genau, dann wird es am Ende des Monats natürlich wieder eine Zusammenfassung und Einordnung geben von Detlef Rüsing in dem Podcast Wissenstransfer. Ja, Feedback ist auch von Ihrer Seite jederzeit willkommen, entweder über E-Mail oder unter den Beiträgen direkt. Sie können uns schreiben an die dzla@hs-osnabrück.de. Ja, wenn Sie noch einen Vorschlag für ein Thema haben, das wir besprechen oder behandeln sollten, oder Sie selber sogar einen Beitrag bei uns veröffentlichen möchten, das ist alles kein Problem, kommen Sie jederzeit auf uns zu, entweder per Mail oder unter diesem Beitrag mit einem Kommentar. Ja, wir können da jederzeit drauf eingehen. Es gab im Dezember schon einen Gastbeitrag. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir die Möglichkeit schaffen konnten, und die wird es auch weiterhin geben, die Möglichkeit, bei uns einen Gastbeitrag
zu veröffentlichen. Genau, über den März hinaus wird es auf jeden Fall auch weitere Beiträge geben. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie auf uns zukommen. Und ja, wünschen Ihnen einen guten Start in den nächsten Monat. Pass auf, ein Wort.